Mr. Präsident, wie geht es Ihren Kindern und Enkelkindern? Ich hoffe doch gut. Sie wachsen und gedeihen, danke der Nachfrage. Bitte. Annie geht seit letzter Woche auf die Highschool. Ich habe Tee bestellt, oder möchten Sie etwas anderes? Nein, Tee ist gut, danke. Danke. Wir müssen uns auf die Eckpunkte für die Arbeitsgruppen einigen. Ich habe ein paar Vorschläge, mit denen wir anfangen könnten. Erstens, Sicherheit für Israel nach dem Abzug aus den besetzten Gebieten. Wir brauchen jedoch eine gewisse Militärpräsenz im Jordantal. Und wie soll dann die Souveränität für mein Volk aussehen? Bitte, entschuldigen Sie. Die Diskussionen sollten später die Arbeitsgruppen führen. Wir schlagen nur die Eckpunkte vor, danke. Zweitens, Rückgabe der Siedlungen und auch der Siedlungsgebiete. Drittens, ein Rückkehrrecht für die Flüchtlinge. Nein, es gibt kein Rückkehrrecht. Nur eine Forderung nach Rückkehr. Viertens, geeignete Maßnahmen der Palästinenserbehörde zur Auflösung von Terrorgruppen. Tja, wir haben 4 Eckpunkte, dann können wir jetzt ins Kino gehen, oder? Was ist mit Jerusalem? Ich dachte, wir vertagen die Jerusalem-Frage, bis wir hier Fortschritte erzielen. Israel verzichtet nicht auf die Kontrolle über Jerusalem. Jerusalem ist unser zentrales Thema. Bitte, meine Herren, lassen Sie uns doch versuchen, bei diesen 4 Themen voranzukommen. Wir sollten mit Jerusalem beginnen. Wenn wir die Frage nicht klären, wieso sollen wir dann über die Kleinigkeiten reden? Kleinigkeiten wie die Verurteilung des Terrorismus und die Sicherheit Israels. Unsere Hauptstadt kann nur Jerusalem sein. Israel wird Jerusalem nicht aufgeben. Warum sind Sie dann hier? Und wieso sitzen wir hier? Zum ersten Mal muss ich Ihnen recht geben. Verzeihen Sie, Mr. Präsident, aber wir kommen hier nicht weiter. Ich hätte wohl besser Ihre Einladung abgelehnt. Setzen Sie sich doch, Eli. Nein, nein, wir verhandeln nicht über die Hoheit des Tempels. Der Felsendom steht dort, wo der Prophet Mohammed zum Himmel aufgefahren ist. Hören Sie auf, alle beide! Ich riskiere hier meine persönliche Glaubwürdigkeit und auch die der Vereinigten Staaten, nur weil ich mir eingebildet habe, dass Israelis und Palästinenser vernünftig genug sind, wenigstens den Versuch zu machen, ihre Differenzen friedlich beizulegen. Niemand reißt hier ab, bevor wir eine Stunde geredet haben. Also, die Arbeitsgruppen beginnen nach dem Mittagessen mit diesen 4 Eckpunkten. Danke. Gut. Entschuldigen Sie mich. Lief doch großartig, oder?